bevor das Video losgeht, moin an die Leute zu draußen. Ich versuche gerade das erste Mal zu vloggen mit meinem Vlogging-Setup und gucke, ob das alles funktioniert. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, geht auf Teufelchen und jetzt weiter mit dem Video. Ein tierisches Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gecko-Tagebuch. Ihr habt es euch gewünscht und deswegen mache ich das jetzt. Und zwar präsentiere ich euch heute mal das Übergangsterrarium von Luigi. Ja, da hinten haben wir ihn auch schon, den großen Kerl. Der sitzt da in seinem Sonnenfleckchen, das bestrahlt wird von einer Halogenlampe. Das ganze Terrarium ist ein 50x50x50 Würfel und der steht in meinem Schwesternzimmer, von meiner Schwester in dem Zimmer, deswegen auch hier so die Blume dort, aber ja. Außerdem will ich auch nochmal gucken, wie das Mikrofon ist, weil ich habe jetzt nämlich ein neues oben drauf stecken. Ich kann es ja auch mal rumdrehen. Ist ja die auch nicht besser. So, jetzt zeigt das Mikrofon zu mir. Vielleicht ist das besser. Ja, wir sehen auch gerade, der Luigi ist schön unterwegs. Und was haben wir denn hier alles drin? Also neben einem Kaktus, der zu Deko dient, haben wir noch eine Wasserschale. Dann da hinten noch eine Schale für Mehlwürmer oder für Vitaminpulver oder für Silberschale. Dann da hinten noch eine kleine Höhle, die wir selber gebaut haben. Die Höhle ist gebaut aus Pappstücken oder einem Pappkarton, der ummantelt ist mit Pappmaché, also eingeweichten Papier und dann noch schön angemalt. Genau. Der Sand, der hier unten drin ist, ist noch loser Sand, der wird aber bald ausgetauscht gegen Sand, der halt nicht lose ist, beziehungsweise wird er bald ausgetauscht gegen Küchenpapier. Genau. Das Ganze wird dann auch passieren bei den Aufzuchtterrarien. Da wird auch auf jeden Fall Küchenpapier unten reinkommen. Jo, hier man den kleinen Wicht. Der freut sich gerade, dass auch mal hier was los ist. Weil sonst habe ich immer bisher nur die beiden Weibchen in ihrem Terrarium, das ja bald umgebaut wird, gefilmt. Wir können uns auch mal die Temperatur angucken, denn wir haben hier drüben einmal ein Thermometer und ein Hygrometer. Das eine misst die Luftfeuchtigkeit und das andere die Temperatur. Und wir sehen... Sehen wir nichts. Wir haben aktuell hier unten in der untersten Ecke 23,6 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 45%. Also alles im grünen Bereich. Dem Kerl hier unten geht es auch gut, man sieht es. Er freut sich. Ja. Dann war es aber auch schon wieder mit diesem Gecko-Tagebuch. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben. Würde uns mega freuen. Bald ist auch die Website wieder online. Oder sie ist schon wieder online. Wenn ja, dann hier oben ist der Link zur Website. Würde uns mal freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und vielleicht mal etwas da lasst. Wie eine Bewertung oder sowas. Wie ihr die neue Webseite findet. Ja, außerdem könnt ihr jetzt auch mal hier oben vorbeigucken, da ist unser zweiter Kanal. Dort auf jeden Fall ein Besuch wert. Da kommen so Vlogs von mir und verschiedene andere Projekte. Genau, das war's aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, jetzt rede ich schon in der Schleife, das wollte ich nicht. Dennoch, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und dann noch einen schönen Tag. Der Luigi hat das letzte Wort und der sagt, ciao. Mm-hmm.